Es wird ein Jahrhundert der Erfüllung sein. Und jetzt möchte ich Ihnen Frau Dr. Rosa Luxemburg vorstellen. Eine schwere Verbrecherin steht vor Ihnen. Sie ist bekannt für ihre scharfen Reden. Lieber einen Volksaufstand als den Krieg. Sie trägt den Namen die Rote Rosa, nicht zu Unrecht. Die Völker sollen in Frieden zusammenleben. Die Angeklagte wird sich daher gefallen lassen müssen, dass ihre Strafe ihrer außerordentlich starken, staatsfeindlichen Gesinnung entspricht. Eine Welt muss umgestürzt werden. Auf die Revolution! Unsere Rosa ist zu einer Ultraradikalen geworden. Wenn die Revolution in Deutschland kommt, steht sie auf der linken Seite und ich auf der rechten. Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden habe, denn ich saß da auf der linken Seite und er hat heute immer so nach rechts gesprochen. Kein Krieg gegen unseren Willen! Kein Krieg gegen unseren Willen! Die Arbeiter sind frei! Die Arbeiter sind für den Krieg. Was sollen wir da machen? Das Proletariat marschiert, das ist Revolution! Aber wir werden leben. Wir werden noch Großes erleben. Wir sind die Macht im Staat, nicht Sie und Ihre jämmerlichen Bundesgenossen. Die Geschichte wird Ihnen das Gegenteil beweisen.